Ho, ho, ihr Lieben, willkommen zurück auf unserem Kanal The BNTB. Nach einer mehrwöchigen Pause wieder zurück hier auf YouTube. Und ich habe mir gedacht, Mensch, es ist Dezember, es geht auf Weihnachten zu, es geht auf Nikolaus zu. Warum nicht etwas Weihnachtliches spielen? So, und dann bin ich über CentreCraft gestolpert. Und es heißt hier, willkommen bei CentreCraft. Wir haben dieses Game entwickelt, um die Freude und die Verrücktheit der Weihnachtsgeschichten zu feiern, die wir so lieben. Also, grabt euch eine Tasse Kakao, auch wenn das hier Kaffee ist, entspannt euch und schließt uns an für einen kleinen Weihnachtsvorgeschmack. Wir hoffen, ihr enjoyt, also genießt dieses Spiel so sehr, wie wir es genossen haben, es zu entwerfen, Owen und Matt. Also zwei Herren. Schlückchen Kaffee. Ich habe noch nicht reingespielt. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich weiß grob, dass wir ein Weihnachtsdorf entwerfen müssen. Oder irgendwie so. Ich habe, wie gesagt, noch nicht reingespielt. Welcome. Achso, ja, das war das. Options. Fullscreen. Ja, ich glaube, man hat nicht so wirklich viel. Ja. Create new game. Und es stürmt und schneit. Lasst uns mal gucken, wie lange uns dieses Spiel unterhält. Wie viele Folgen wir zusammenkriegen. Und ich sehe hier... Ho, ho, ho. Ein Weihnachtsmann in Badehose. Das ist frisch, mein Lieber. Du wirst dir noch irgendwas holen. Ah, das war vielleicht ein Schneesturm. Mein Dorf ist verschwunden. Meine Rentiere sind weg. Meine Klamotten sind auch weg. Wie schaffe ich das nur bis Weihnachten? Ja, das weiß ich auch nicht. So. Ach Gottchen. Aha. So. Also ich, wie gesagt, ich habe keinen Plan. Wir haben hier irgendwie so eine Art Yeti, einen Apfelbaum, ein paar Fragezeichen, ein paar Eiskristalle, Wasser. Also ist, denke ich mal, sowas Aufbauspiel. Und, ja. Wir werden schon rausfinden, was wir tun müssen. Hoffe ich. Also, wenn ich auf ein Feld klicke, ich kann mich nur mit Mausklick bewegen. Okay, und dann schaufeln wir immer Schnee, wenn wir hier... Also, was haben wir denn hier unten? Okay, das ist dann bestimmt das Bauinventar. Haha. Ich habe Schnee. Ja, gut. Und kann nichts craften und bin nicht equipped. Ich bin vollkommen nackig. Santa's Magic Sack. Ja, der magische Sack. Was ist denn das hier? Das ist dieses... That's the North Pole. Ja, das ist der Nordpol. Okay. Und hier haben wir einen Schneemann. Mei, mei, mei. Das war vielleicht ein Sturm, den wir da hatten. Hm? Hast du meine Klamotten gesehen? Ich habe ein paar Schneehosen gefunden. Bring mir vier Zweige. Und ich gebe dir die Schneehosen. Wühl dich durch den Schnee. Und, ernte ein paar Lebkuchenbäume. Das sollen Lebkuchenbäume sein. Wie süß ist das denn? Und dann kannst du Zweige in deinem Inventar craften. Und die brauchen wir, um Schneehosen zu bekommen. Na, ist ja süß. Gingerbread. Branch. It's a branch. Not craftable. Find in gingerbread trees. It's a branch. Also habe ich jetzt einen oder habe ich keinen? Nein, habe ich nicht. Ah, ja, klar, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Stand 0 da, ne? Erfriere ich auch irgendwann oder ist das... I can't get there. Ah, ich glaube, jetzt habe ich was gecraft. Ah, ja, sehr gut. So, und jetzt kann ich zwei Branches craften. Okay, was sagt denn der Yeti? Okay, er ist kein Yeti, er ist ein Schneemann. Ein was? Abomin... Hast du meine Rentiere gesehen? Ich habe Dasher in einer Höhle. Aber ich bin ein schlechter Gärtner und hungrig. Was? Ich gebe dir Birnensamen.
Finde die Samen in deinem Inventar und pflanze sie. Wenn sie gewachsen sind, dann kannst du sie ernten und dann bringst du mir die Birnen. Und ich gebe dir Dächer. Na toll. Ja, ein Mammut. Und da oben ist doch mal so ein. Okay, also das ist ein eher kugelrunder Schneemann. Yeti. Ich bin immer noch der Meinung, dass es Yeti ist. Und der hier oben hat Bauchmuskeln. Hier haben wir einen komischen Vogel. Noch ein paar Fragezeichen. Okay, und hier. Ich brauche eine Lebkuchen-Axt oder etwas Besseres. Okay. Naja, gut, dann craften wir jetzt mal noch Branches, um endlich Hosen zu kriegen. So. Also, ich habe vier Branches. Dann habe ich Birnen. Ah, ne, Moment. Ah, Zuckerfäden. So, ich könnte jetzt rein theoretisch Zäune craften. Schneebüsche. Schneebaum. Ich könnte. Ah, eine Angel. Und eine Gingerbread-Axt. Okay, gut. Also, wir können ganz viel craften. Aber jetzt lasst uns da mal erstmal unsere Hosen holen. Danke für die Zweige. Wie versprochen, Schneehosen. Rüste sie in deinem Inventar aus. Und crafte dir eine Lebkuchenaxt. Es wird das Ernten leichter machen und schneller. Yeah, ich habe Hosen. Tada, aber ich habe halt nur Hosen, ne? Also kein Hemd, kein Hut, kein Schuh. Nix. So, wie komme ich denn jetzt am schnellsten an so Lebkuchenaxt? Indem ich Branches, also Holz quasi fälle. Ich habe eine Schleife gefunden, okay. So, kann ich jetzt schon eine Axt craften? Nee, ich glaube, da Frau. Okay. Band, also Geschenkband. Die Axt. Ah, ich brauche 5 von diesen Loks. Oh mei, oh mei, oh mei. La. Hier drüben haben wir noch einen Pinguin und einen sehr sportlichen Schneemann, der sehr grinst. Was habe ich gefunden? Holly. Ah, Stechpalme? Kann das sein? Sehr weihnachtliche Musik. So, jetzt schauen wir mal, was dieser Apfelbaum uns zu melden hat. Haben wir da jetzt auch Lock bekommen? So, ein Lock fehlt mir noch. Ich mach mal hier weiter, weil dann kommen wir auch zu dieser Info darunter mit dem Walross. Ich finde das Ganze entzückend gemacht, ehrlich gesagt. Das ist total putzig. Ja. So. Craft eine Gingerbread-Axt. Die natürlich auch eine Lebensdauer hat, wie man hier sieht. Ausgerüstet. Sehr gut. So. Ah ja. Jetzt kann ich, glaube ich, auch eine Angel bauen, oder? Nee, da fehlt mir ein Branch. Okay. Was passiert denn, wenn ich so ein Tunnel fäll? So, Achtung. Hier. Branch. Und jetzt müsste ich auch eine Angel craften können. Okay, ich kann immer nur eins ausrüsten. Das heißt, ich kann nachher auch mal versuchen, angeln zu gehen. So, aber was sagt denn hier die Info? Ich bin ein Info-Walross. Ja, sehr schön. Ich habe ganz viele Tipps. Nicht nur einen. Okay. Ja, was hast du denn für Tipps? Pinguine tragen in Wahrheit gar keine Fräcke. Haha. Haha. Wenn du auf einem Zug fährst, dann klicke auf eine Schienen, also auf eine
Sektion, um die Richtung zu ändern. Von Zügen sind wir noch ganz weit entfernt, würde ich sagen. So, jetzt pass mal auf. Jetzt haben wir eine Gingerbread-Axt. Was ist das denn hier? Ist das Schokolade? Ich wünsche mir, dass es Schokolade ist. Es ist Schokolade! Yeah! Was heißt, ich kann Cookies craften? Mit Holz. Die leckeren Holz-Cookies. Wäre auch cool, wenn wir mal ein Hemd hätten. So, wir haben Wachs gefunden. Okay. Das heißt, ich kann Kerzen craften. Da brauche ich dann aber auch wieder dieses Zuckergedöns. Ich kann Kränzchen... Oh, ich kann jetzt... Ja, lasst uns einen Kranz basteln. Das hilft uns jetzt voll nicht. Ja, wir sollen ja eigentlich ein Dorf aufbauen, oder? So, Achtung. So, und jetzt kann ich nämlich hier so einen Kranz machen. Ha! Ich habe sogar zwei Kränze. Leck. Mich fett. Jetzt. So. Also, jetzt lass uns mal da hochgehen, weil wir können ja angeln. Ich bin ganz bezaubernd. So. Axt. Angel. Ein Spiel, in dem man nicht angeln kann, ist übrigens kein gutes Spiel. Demnach ist das hier ein gutes Spiel. Ich habe zwar keinen Plan. Habe ich jetzt echt Zucker aus dem... Ja, habe ich. Okay, also ich habe hier auch noch die Birnensamen, die wir pflanzen sollen. Jetzt habe ich aber keine Ahnung. Also, wir stellen uns jetzt mal hierher. Und... planten Seeds. Ah. Ich glaube, das mit der... wetten, dass ich die gießen muss. It wasn't fully grown yet. Ja, du hast es ja noch nicht mal hier eingepflanzt. Also... So. Sind die jetzt geplantet? Ich habe keine Ahnung. So, was ist das eigentlich? Ah, oh. Jetzt geht es sogar. Ach, da war bestimmt meine Axt kaputt. Kann ich jetzt einen Eispalast bauen? Ein Eiskristall. So. Kann ich aber... Almost like glass. Ja, kann ich noch nichts mit anfangen, ne? Okay. Die Schokolade braucht man tatsächlich, um das alles hier zu craften. Oh, ich kann eine Schokoladenschaufel. Dafür brauche ich aber noch ein bisschen mehr Schokolade. Ja, ja, los, kommt. Was kann ich da mit der Schaufel machen? Oh, guck mal, da haben wir schon den Birnbaum. Und ich habe Gold gefunden. Ach, großartig. So, kann ich jetzt eine Schokoladenschaufel? Ich habe jetzt drei Schokoladen. Okay. Schokolade, ich komme. Nimm dich in Acht. So. So. Jetzt aber. Schokoladenschaufel. Ausgerüstet. Ich meine, man muss ja mal gucken, was man damit machen kann, ne? Auch nichts anderes wie mit der Axt. Toll. So, lasst uns hier mal... Vielleicht kann man da, wo die Fragezeichen sind, graben. Das werden wir jetzt testen. Ah! Ah, beautifuls Wetter! Um Gottes Willen, ein beautifuls Wetter müssen wir sofort anziehen. Equip! Ah! Wie süß! Ah, da oben war noch ein Fragezeichen, ne? So schaffen wir das zwar nie, unser Dorf aufzubauen, aber ich krieg die ganze Fläche leer. Und eine Mütze! Ha! Equip! Ja, hübsch!
der Santa. Okay. Oh. Ich kann einen Goldring craften. So, das habe ich jetzt mal gemacht, weil ich ja Gold gefunden hatte. Ansonsten, jo, hier, ich kann jetzt Schokoladenwege bauen. Paper. Great for writing, drawing, Origami oder Papierflieger. Ja, okay. Pathway. Das ist süß, es reimt sich. From there to here, from here to there, funny things are everywhere. Ja, auf Deutsch wäre das jetzt scheiße. So, habe ich jetzt meine Axt ausgerüstet? Ja. Lass uns noch ein paar Bäume fällen und gucken. Hat der eigentlich noch irgendwas zu melden? Okay, viel Glück, Weihnachten zu retten. Ja, danke. Also so schnell wird das, glaube ich, nichts. Habe ich jetzt schon Birnen geerntet? Nein, ne? Ich ernte gerade Schokolade. Viel besser. Ah, da ist was Neues in mein Inventar geflogen. Ich habe es genau gesehen. Hoffe ich. Ha, Gold. Gold. Wachs. Ich könnte drei Kerzen craften. Schaut mal, und jetzt kann ich eine Glühbirne machen. Au! Ich weiß nur nicht, was ich damit mache. Aber egal. So. Habe ich denn jetzt Birnen? Ich habe eine Birne gefunden. Eine. So, langt dir denn eine Birne, Schneemann? Danke dir für die Birne. Hier ist Dasher. Er kann wieder mit dir mitgehen. Hast du meinen Schlitten gesehen oder die anderen Rentiere? Die sind alle mit den anderen Schneemännern unterwegs. Du musst den Schnee wegräumen und die Insel erkunden und dann findest du sie. Rette Weihnachten. Ja, das habe ich vor, ne? Aber die sind alle... Ach, ich finde dauernd Ribbon. Das war das, was ich vorhin als neu gedacht habe. Ganz schön viel Schnee räumen, du. Ah. Du stehst da jetzt blöd rum, oder wie? Yeti. So. Kann ich denn... I can't get there. Ja, ja, ja. Ah, brauche ich Schlittschuhe oder irgendwie sowas? Letztendlich. Ist mir jetzt erstmal egal. Ich schlage mir jetzt erstmal einen Weg da zu diesem zweiten Schneemann durch. Das ist der sportliche Schneemann. Bonjour! Was? Ich kann kein Französisch. So nice to meet you. Ja, ist auch schön, dich zu treffen. Was auch immer. Oh, ich habe Santas Schlittenraketen. Besorge mir drei Hennen. Und du kriegst die Raketen. Versuche die Farmer hier in der Gegend zu fragen. Sie haben Hühner. Ich liebe Hühner. Vermutlich gegrillt. Streicheln will er sie mit Sicherheit nicht. Wie komme ich denn dann später zu dem Pinguin? Ich habe immer noch keine Schuhe. Ja, wir haben wieder Sugar gefunden. Also... Ribbon können wir aktuell nicht... Oh, Mistelzweig. Toll, und für den Mistelzweig brauche ich eine Birne. Was ist denn das für eine Logik? Ich habe immer noch keine Schuhe. Was kann ich hier basteln? Den Kompass. Dafür brauche ich aber Gold. Und Hennen. Hennen sind nicht craftable. Mach Sachen. Okay, ich kann eine Straßenlaterne bauen. Sehr gut, lasst uns mal Schokolade abbauen.
und eine Straßenlaterne basteln. Das würde mich jetzt einfach nur mal interessieren, wie ich die platziere. So, also craftable hier eine Straßenlaterne. So. Und dann Place. Ja, sehr gut. Ich finde, das Info-Walross kann durchaus Licht brauchen. Ja, ist easy. Sehr schön. Gut, gut. Was hast du? Rechtsklick, um Items zu platzieren. Und, was? Um sie auch wieder zu entfernen. Nein, das passt schon. Lass das Lämpchen ruhig erstmal da stehen. So, ihr Lieben. Das war's erstmal soweit zum ersten Winterlichtspiel im Dezember, Santa Craft. Ich glaube, da bleibe ich nochmal eine Weile dran. Vielleicht auch mit euch gemeinsam. Wir werden sehen. Also ich finde es super putzig. Also wirklich, wirklich niedlich. Pixeloptik ist ja eh immer meins, das wisst ihr. Da habe ich eine Schwäche dafür. Und allein schon dieser drollig dreinguckende Schneemann, der zwar mein Rentier entführt hat, aber hey. Was soll's. Ja, ich danke euch fürs Reinschauen und sage bis ganz arg bald und ciao.